Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns weiterhin im Aufbau unserer Webseiten. Und Roxy hat wieder einen Auftrag für uns, der sogar hohe Dringlichkeit hat. Das heißt, wir können auch ein Angebot abgeben. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, das kriegen wir. Obercode war sogar teurer diesmal als wir. Und deswegen können wir uns die 81.090 Euro einstreichen. Dollar sind es ja hier auch. Hat man das nicht um 11 Euro? Ich weiß nicht. Ich meine ja, aber ich weiß es halt nicht hundertprozentig. So, wir haben jetzt jede Menge Kohle und haben hier die Möglichkeit, dann 10 Millionen User auf die Seite zu lassen. Aber das würde ja quasi den Server ungleichmäßig belasten, wenn wir das tun würden. Nochmal hohe Dringlichkeit. Was ist denn da los? War ein neu gestartetes Spiel übrigens. Und nochmal gewonnen. Ja, wunderbar. Ja, damit nochmal 87.000. Da muss schon über 500.000. Das heißt, wir könnten theoretisch eine weitere Seite mit der neuen Server-Software ausrüsten und dann halt eben mit der neuen Server-Software ermöglichen, Sonntag geht auch rum, okay, ermöglichen, dass wir dann dort auch auf 4 Millionen User gehen können. So, aber welche nehmen wir dafür? Ich nehme an, wir würden uns StudiVZ dazu übers Ziel los. So, zwei Investmentangebote gibt es, naja. Na, so. Und Roxy hat nochmal hohe Dringlichkeiten. Na, sag mal. Jetzt wollte er mich aber ein bisschen reich machen hier, was? So. Mann. Und da ist das auch schon fertig. Gut. Also, jetzt geht hier überall die Werbung aus. Ich würde sagen, wir geben dieser Seite von... Da sehen, gucken wir jetzt mal auch hier. Da sind wir fast bei 4, ne? 3,96. Und verbessern hier die Software... Zunächst besseren Version und die wird uns eine 500.000 kosten. Max Level 500 würde die erlauben. Die installieren wir mal. Ja, da bin ich mir. Und jetzt abbrechen und dann sehen wir, dass wir schon mal einen CU pro User weniger brauchen. Was natürlich dazu führt, dass wir wesentlich mehr Leistung zur Verfügung haben für andere Sachen. So, und dann sehen wir hier, dass wir hier mal erstmal 100 dazugeben können. Da sind wir dann schon bei Level 200 und dann muss hier vorne ein bisschen was gemacht werden. Aber ich denke mal, das kriegen die hin. Ich glaube, ich muss da mit der Schulung noch aufpassen. Ich muss noch mal durchgucken, ob ich jetzt wirklich alle hier vorne geschult habe. Nee, das habe ich gemacht schon. Ja, das habe ich schon gemacht. Alles schon klar. Alles gut, alles gut. So, und dann können wir bei StudiVZ natürlich auch noch ein bisschen Marketing machen. Und dann sagt man sich natürlich, naja, wenn wir können, dann gehen wir hier mal 100.000 aus. Gehen wir hier mal 100.000 aus. Und machen hier dann noch. Oh, einmal 100.000 und haben wir einen Tag mal alles voll. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen warten, was das Geld angeht, damit wir ein bisschen mehr haben, damit wir dann dort mehr noch wieder drauf kriegen. Aber man sieht ja schon, die Sprünge, die sind ja jetzt ne, extrem. Dafür ist auch sehr viel von dem Kram weggegangen, was wir hier produziert haben. Auch hier unsere, die Leute. Aber gut, wir haben da ja vorbereitet und halten da ja auch was vor. So, Roxy, nochmal hohe Dringlichkeit. Sag mal, ist das natürlich, ich meine, okay, ne, so, ich habe nichts dagegen. Oder habe ich ja mittlerweile eingestellt, dass sie bloß hohe Dringlichkeit soll? Das wäre noch schön. Dass sie nur hohe Dringlichkeit dauert dann zwar länger, aber du kriegst ja nur hohe Dringlichkeitsaufträge. So, und dann sind wir nämlich hier auch so knapp an die 4 Millionen ran. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann machen wir hier das Grundrauschmarketing an. Nein, so rum. So rum ist Grundrauschmarketing. Marketing. Und Marketing. So. Roxy hat diesmal einen mit geringer. Na, endlich wird es wieder normal hier. Mensch, jetzt, ich habe schon Angst gekriegt, dass die mich hier mit Geld zuschmeißen wollen. So, und jetzt müssen wir hier natürlich nochmal einmal das Marketing anmachen. So ein Grundrauschen. So. Gut. Jetzt sind erstmal unsere Seiten beworben. Wir verdienen wieder Geld. Unsere Leute können natürlich auch ein bisschen was programmieren. Machen hier auch Backend-Komponenten und UI-Komponenten ohne Ende. Das ist ganz gut, weil dann können wir nämlich hier sagen, auf die 100 geklickt und zack. Und dann sind wir da auch Level 300. Dann können wir hier theoretisch auch auf 10 Millionen User uns hochwerben. Wir werden erstmal bei den 4 Millionen bleiben. Das ist jetzt mal gar nicht schlecht. Hier schon wieder hohe Dringlichkeit. Ich werde bekloppt. Kriegen wir den auch? 101, 104, 116. Kriegen wir auch. Nochmal 100.000 auf die Kasse. Meine Herren. Ja, bekloppt. So. Wenn wir da 500.000 zusammen haben, dann ist die nächste dran. Oder bei 700.000, weil dann kann man nämlich auch gleich werben dafür. Denn hier sehen wir ja schon, dass wir beim Hosting, bei den Features, haben wir 4,20. Wo sind wir hier jetzt? 315. Und wo sind wir hier? 297. Hier sind wir wirklich noch im geringsten StudiVZ. Und hier sind wir. Ah ja, okay.
Überschaubar und schon wieder Hut im Sach mal. Bin echt begeistert. Gut. Nehmen wir. Und noch mehr Geld auf die Kasse. Doch richtig gut. Also können wir dann theoretisch unsere Webseiten dann jetzt hoffentlich denn demnächst richtig gut voranbringen, weil die beiden, die bringen jetzt. Wir investieren ja nicht mehr Geld jetzt momentan und haben trotzdessen einen Zuwachs von 1,5 Millionen Usern auf der Seite, die uns Geld bringen. Ne? Man ja hier, der Zuwachs, das sind dann ungefähr 13 bis hier 14.000 Euro. In Dollar. Die pro Tag rein als Nettogewinn mal einfach so auf dem Konto landen. Da kann man schon mal sagen, das ist nicht schlecht. So, wir gucken mal jetzt hier bei den Transaktionen, wie sieht sie überhaupt aus? Wir starten bei 348 und enden bei 498. Schafft. Ne, da war noch ein Auftrag dazwischen, 71.000. Falls ihr das Mautz jetzt gerade gehört habt, mein Kater beschwert sich gerade über irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber wir machen nicht so viel Geld schon wieder. Sag mal. Mal. So. So. Hier war dies hin. Aha. Gut. Ja, man muss ja kurz nachfragen, wie es der Katze geht, ne? So. Also hier läuft das eigentlich ganz gut. Die Leute sind alle einigermaßen zufrieden. Das heißt aber auch, dass wenn wir jetzt so weitermachen hier, dass wir dann bei den Serverräumen natürlich dann noch ein bisschen auch nochmal nachlegen müssen. Früher oder später. Eher später als früher, aber momentan macht sich das hier ja noch ganz gut. Roxy hat hohe Dringlichkeit schon wieder gefunden, gibt schon wieder 75.000 extra. Dann können wir eigentlich, dann müssten wir bei 700.000 sein, ne? Haben wir sogar gekriegt. Oh, das war aber knapp. Wir bieten die 300, 1 Euro mehr. 1 Euro mehr pro Stunde und deswegen haben wir es gekriegt. Gut. So, bei 1 Euro weniger hätte ich mich ganz schön geärgert. Bei 1 Euro mehr ist ganz okay. So, jetzt haben wir hier die 700.000 und dann würde ich sagen, dann nehmen wir Steel Games Tube auch dran und sagen, du sollst bitte bekommen die neue Server-Software. Und zwar diese hier. So, bestätigen und dann sind wir, also Features, dann sind wir hier auf 3,15. Dann können wir hier mal nochmal 100 dazu. Nee, geht gerade nicht. Oh. Ups, Krams, daran fehlt es jetzt. So, komm, mal ein so ein Stift. Danke. Uff. So. Gut, also unsere Grafiker müssen jetzt wieder fleißig arbeiten. Die drei, die wir hier haben, die müssen Grafikkomponenten machen ohne Ende. Und die Dinger hier, die Designvorlagen, die anderen haben sie ja noch. Na gut, das werden sie schon hinkriegen. So, das werden wir ablehnen. Und dann müssen wir natürlich jetzt hier marketingtechnisch auch nochmal richtig einen raushauen und sagen, okay, wir investieren hier. Was? Achso, der da oben ist noch ein Gang, ach deswegen. Ja, wir investieren hier einen Tag mal volles Brett und hier mal einen Tag volles Brett. Und das da oben läuft ja noch. Und dann sollte hier auch bei Steel Games Tube natürlich die Nutzerzahl kurz vor den 4 Millionen stehen. Am Ende dieser großen Werbeaktion. Das wiederum ist sehr schön und dann ist bloß noch der Shop dran, der dann noch ein bisschen nachziehen muss, der jetzt schon bei 2,7 Millionen liegt, also der wird dann auch relativ schnell dort anstoßen. Ich bin begeistert. Ich bin wahrlich begeistert, muss ich sagen. Das läuft richtig gut gerade. Also wir haben jetzt sozusagen doch durchaus einen kleinen Sprung gemacht in unserem, auch in unserem Unternehmenswert. Und ja klar, ich wollte quasi mich jetzt konzentrieren. Achso, ich wollte mich konzentrieren darauf, dass ich den Streamingdienst relativ schnell hochkriege, dass ich da hier die 58 Millionen User erreiche, ne? Oh, dann müssen wir. Ah, das sind erstmal alle auf die gleiche Software. Das, da möchte ich sie gerne hinhaben. Und dann müssen wir dann mal gucken, wie wir das mit dem Streamingdienst optimieren, dass nur eher dran ist. Aber das ist hier natürlich echt schon. Das ist schon frech, ne? 15.000 neue User pro Tick hier und dann nochmal 8.000 und 10.000. Jetzt ist runter. Wir landen auch bei 3,9 Millionen. Also wir werden eventuell diese Folge mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Webseiten sehen, die über dem 4 Millionen Punkt liegen. Und da werden wir hier gleich es erleben. Die Games TV 517, 527, naja, ein bisschen das noch. Ich habe vier neue E-Mails. Achso, dann konnte ich natürlich ein bisschen. Du willst mir hier. Nö. Dann nicht in den E-Mails lesen, das ist dann ruhig nicht. Dann müssen wir dann nebenbei mal darauf achten. Löschen. Ja, löschen wir doch glatt weg. Die Games TV 1,7 Millionen und
UVZ 1,3 Millionen. So, wir sind ganz kurz davor. Gleich können wir die Sektkorken knallen lassen. Wir haben gleich die 4 Millionen User auf unser. Zack, da waren es. 4 Millionen einer. Und eine hohe Dringlichkeit, nochmal Geld verdienen. Sehr gut. Da haben wir erst 23 von. Naja, gut, das dauert jetzt ein bisschen. Da haben wir natürlich ordentlich Raubbau betrieben jetzt mit unserem Ausbau. Aber gut, das ist halt so. Dann müssen da die Grafiker halt nochmal ran. So. Zeitmaschine starten. Dann, ach ja, jetzt haben wir ja den. Ja. So. Und dann gibt es dann nochmal Investmentangebote. Nein. Möchte ich nicht annehmen. Und das möchte ich auch nicht annehmen. Wie sieht es denn geldtechnisch oder werttechnisch aus hier bei uns? Oh, Daily Movement wird hier gerade durchgereicht. Okay, da gehen wir jetzt gerade drüber. 34 Millionen. 30, 29, 28, also im Schnitt 30 Millionen, 120 Millionen schwer sind wir schon. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, gut, hier wollen wir jetzt mal ein bisschen Marketing machen und da sagen wir einfach mal hier die 70.000, die hauen wir raus. Da lassen wir einfach uns mal gar nicht lumpen. Für jede Seite gibt es einmal 70.000 Marketing. So. Marketing. Ja, bei der unteren Seite muss man aufpassen, dass wir da nicht irgendwann an die Grenze anstupsen. Oh, das werden wir sogar tun hier. Da müssen wir dann natürlich mal noch ein Feature hochheben und dann auch verbessern gleichzeitig, damit wir die CUs wieder runterkriegen. Das heißt, wir werden hier mal 10 Punkte draufgeben, damit wir ein paar Leute Luft kriegen. Und dann werden wir hier mal ein bisschen was kaufen. Oh, weiter kommen wir nicht runter. Okay, dann gucken wir hier beim Verbessern. Ah, hier sind wir ein bisschen runtergekommen. Sind wir bei 3,84 wieder. Das passt schon. 300.000 neue Nutzer können noch dazukommen. Ich denke mal, das sollte sich dann... Oh, hier, hohe Dringlichkeit, aber uns fehlt das hier. Okay. Eine Backend-Komponente fehlt uns. Gut, wir sind doch mitten in der Woche. Was ist das? Ein Auftrag? Achso, das ist der noch. Die E-Mail gab es, Investmentangebot. Nö. Danke, brauchen wir nicht. So. Und abgeliefert. So. Sehr schön. Dann haben wir das auch geschafft. Können wir es jetzt mal ganz in Ruhe durchlaufen lassen hier. Ab und zu mal vielleicht so einen Auftrag fertig kriegen und... Die Server lasst uns angucken, aber die sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Auch mit den 4 Millionen Leuten. Also das muss man sich mal überlegen. Also wir haben 1,5 Millionen mehr drauf auf dieser Website und trotzdem verbrauchen wir nicht mehr Server. Oh, super. So darf es doch gerne sein. Und wieder eine E-Mail und wieder möchte mir jemand Geld geben für eine Sache, die ich nicht verkaufen will. Das ist unverkäuflich. Und wenn er mich mit so einem Milliardär macht damit. Nö. So. Könnte hier wahrscheinlich. Ach nee, warte mal, hier war das, ne? Da habe ich jetzt bei nochmal draufgehauen. Features. Ja gut, Platz haben wir noch, aber wir könnten hier natürlich jetzt nochmal Oshwort investieren, um noch ein bisschen was runterzukriegen. Jetzt nicht allzu viel gebracht, aber gut. Und nochmal hohe Dringlichkeit. Sehr schön. Sehr schön. Und auch gewonnen. Mensch, das läuft wie geschnitten Brot. Also so viel hohe Dringlichkeitsaufträge, wie wir jetzt hier in dieser Folge hatten, schon lange nicht mehr, ne? Das kann man definitiv mal so festlegen und festsetzen. Und wir können jetzt hier, das werde ich jetzt einfach schon mal machen. Ich werde die neue Software schon mal installieren, damit der Server ein bisschen entlastet wird. Installieren, bestätigen. Abbrechen 2,88. Oh, da fehlen uns ein paar. Na gut, dann machen wir 1, 2, 3. Erstmal 50. Dann haben wir da wieder genügend Luft für neue User. Ja, dann kann man auch, wenn genügend Geld da ist, eine große Werbekampagne starten. Dann werden wir erstmal hier unten Werbekampagne einen Tag 100.000 starten. Das ist auf jeden Fall drin. So. Dann haben wir geringe Dringlichkeit. Angebot können wir ablehnen. Fertig. Gut, wir haben die Viertelstunde schon wieder voll.
So, wichtige Entscheidungen liegen jetzt erstmal nicht an. Wir müssen natürlich die Steel Games Group noch an. Steel Games Group, ja, so könnte man auch Narnia nennen können. Die Steel Games Shop, den müssen wir natürlich noch anpassen an die Gegebenheiten, beziehungsweise auch an die 4-Millionen-Grenze müssen wir ihn hochheben. Das können wir jetzt so machen. Jetzt können wir nämlich nochmal 100.000 in die Werbung stecken. Und können dort marketingtechnisch nochmal einen Tag richtig nochmal 8 Millionen User rausholen. Und dann sehen wir, dass das hier auch sehr, sehr, sehr schnell erweitert. Das 4.000 Forschungspunkte. Mal, wir sollten vielleicht eventuell bei der Forschung nochmal auf schon mal die ganzen Features, die man erforschen kann. Oder ich weiß gar nicht, ob ich das schon. Oh, nochmal an. So, warte. Nochmal hohe Dringlichkeit. Also heute ist aber echt viele gute Aufträge. Echt gut. So, dann gucken wir hier beim Marketing. Nee, nicht beim Marketing, sondern bei den Features gucken wir. Dann gucken wir hier Feature hinzufügen. Da unten gibt es noch eins zu erforschen. Das machen wir ein Chat-System. Bestätigen. Fertig. So. Bist du dir sicher? Was? Nein, abbrechen. Abbrechen. So. Dann brauchen wir die nächste Studi-VZ. Hier ist die Games TV. Features. Hinzufügen. Gibt es da noch was zu erforschen? Nein. Okay, die Games Tube, Feature hinzufügen, da gibt es noch was zu erforschen. Was denn? Content Management System, okay. Wir haben den Auftrag, mittlere Dringlichkeit. Und dann haben wir natürlich unseren Shop noch, der hat vielleicht auch noch irgendwas Tolles. Bei den Features fügen. Nö. Gut, dann haben wir das schon mal alles gelernt. Dann können wir unsere Forschungspunkte ja ausgeben, um neue Server-Software uns freizuschalten. Ach, der Sonntag war dazwischen. Okay. Dort ist klar, das ist klar. So, 4 Millionen, 4 Millionen, 4 Millionen, 4 Millionen. Also wir enden bei allen Seiten auf 4 Millionen User. Und der Shop, der als letztes erweitert wurde, hat die meisten. Gut. Und wir sind schon wieder fast bei 500.000. Und ja. Also geldtechnisch läuft es jetzt richtig gut rein. Und jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir unseren die Games TV hoch pushen können. Also der ist ja hier fast wieder vor der Grenze, ne? Da müssen wir mal ganz kurz beim Feature hier nochmal verbessern. Können wir hier auf jeden Fall die letzten geben, dass wir dann auch auf 200 mindestens sind. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Ab. Games TV und gucken an den Features. Wir können bis 10 Millionen. Das heißt, wir können uns hier mal eine richtig fette Marketingkampagne nochmal leisten. Da werden wir jetzt mal richtig einen raushauen. Just die Games TV, das machen wir nochmal am Ende der Folge. Damit alle, die bis zum Schluss gucken, für die auch nochmal was richtig Schönes zu sehen ist. So, 400.000 ein Tag und hier nochmal 100.000 ein Tag. Da werden wir richtig. Ich will nicht 100.000 mehr in dem anderen investiert, hätte wäre besser gewesen. Naja, ist egal. Hohe Dringlichkeit, da kriegen wir nochmal 82.000. Ja. Wir kriegen es. Wo hat er? 7 Dollar war er drüber. Da waren wir günstiger. So. Und jetzt sieht man hier, das gerät richtig durch die Decke jetzt. 30.000 neue Investoren pro Tick. Also da sehen wir auch, dass der Server jetzt dort anfängt, natürlich ratzfatz voll zu gehen. Das heißt, wir müssen natürlich bei unserem Hosting hier sagen, ihr kriegt ein bisschen weniger. Wir stellen euch mal auf 20% alle. Und die 5%, die ihr dann hergebt, gehen wir auf jeden Fall immer mit hier drauf, damit wir dann, wenn euch das denn in die Bredouille bringt hier, wie ich schon sehe, es bringt euch dann auch an den Anschlag. Das heißt, wir müssen dringendst neue Server aufbauen. So, wir müssen dringendst neue Server aufbauen. Alles klar, okay. Nee, ablehnen, abbrechen. Nein, auf das Suchen. Und wir werden jetzt an dieser Stelle beenden. Diese Folge ist jetzt zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich sehr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns morgen wieder sehen bei der nächsten Folge, wenn wir Steel Games TV auf die 10 Millionen loslassen und wenn wir neue Server kaufen müssen. Jede Menge neue Server brauchen. Gut. Bis denn. Tschüss.